So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Box to Box. Heute mit einer Fußballerin vom VfL Wolfsburg. Das heißt, eine Spielerin, die weiß, wie man deutscher Meister wird. Sie ist sicherlich die populärste Schweizer Spielerin, hat neben Deutschland und der Schweiz auch in Amerika und Frankreich gespielt. Mit Lyon ist sie zum Beispiel unter anderem zweimal Champions League-Sieger geworden. Inzwischen ist sie 34 Jahre alt und hat ihre Nationalmannschaftskarriere nach 135 Länderspielen beendet. Ich freue mich sehr, dass Lara Dickenmann heute mit dabei ist und versuche sie wie immer dazu zu holen. So, ich warte gerade noch, bis sie sich dazu schaltet. Ihr könnt so lange wie immer gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr denn gerne beim nächsten Box-to-Box sehen wollen würdet. Perfekt, ich sehe sie schon. Wir lesen uns das durch und versuchen dann die Person fürs nächste Interview zu bekommen. Hallo, hi. Hi. Sehr gut, Verbindung hat funktioniert. Ja, ging ein bisschen lange. Kein Problem. Geht's dir denn gut? Ja, mir geht's gut, danke. Und dir? Auch sehr gut. Du Schön. sitzt gerade zu Hause oder sieht nach einer gemütlichen Pause Genau. zumindest aus. Ich bin auf meinem Schaukelstuhl. Okay. Und hattest Super. heute Training oder völlig frei? Ja, wir hatten heute Training einmal einfach. Okay. Gibt's so eine Routine? Also kannst du sagen, so sieht mein Alltag unter der Woche aus? Ja, also wenn wir eine normale Woche haben mit einem Spiel am Sonntag, dann trainieren wir, am Montag ist das so ein Regenerationstraining, am Dienstag Krafttraining, dann am Mittwoch trainieren wir zweimal auf dem Platz, am Donnerstag auch einmal und dann am Freitag frei, Samstag ist Abschlusstraining und dann Sonntagsspiel eigentlich so. Okay, also sehr durchstrukturiert alles. Ja, also das sind immer so ein bisschen die gleichen Abläufe. Und jetzt sind alle bei Nazi oder ganz viele und wir waren jetzt nur fünf, sechs Leute im Training, das ist dann ein bisschen anders, aber auch gut, also macht auch Spaß dann. Ich habe mich gefragt, du bist 34. Ist das gerade so der schönste Punkt der Karriere bei dir, weil du sozusagen dein Soll erreicht hast und nur noch genießen kannst? Oder schaut man da manchmal fast schon ein bisschen wehmütig zurück und denkt so, das erste Mal Bundesliga, das erste Mal Nationalmannschaft? Ja, also ein bisschen wehmütig schon. Bei mir ist es jetzt so, dass ich war jetzt lange verletzt und habe jetzt auch dieses Jahr noch nicht so viel gespielt. Und deswegen kann ich es jetzt im Moment auch nicht so genießen. Also das wäre dann falsch, weil man möchte natürlich schon dabei sein und auch auf dem Feld dabei sein. Von dem her ist es jetzt für mich gerade nicht die beste Zeit, aber ich habe das Gefühl, es wird immer besser und ich hoffe, ich kann da noch mal ein bisschen öfters dabei sein, auf jeden Fall. Wie lange würdest du denn noch, wenn du verletzungsfrei bleibst, weil du deine Verletzung gerade schon angesprochen hast, gerne noch weiterspielen wollen? Ja, also hier gefällt es mir sehr gut beim VfL und naja, ich denke, ich habe jetzt noch ein Jahr Vertrag nach dieser Saison, dann vielleicht noch eine Saison daran hängen, maximal. Also Okay. irgendwann reicht es dann auch. Du, Ja. und du hast auch, muss man ja sagen, schon relativ viel gewonnen. Zweimal Champions League war es auf jeden Fall mit Lyon, deutscher Meister, französischer Meister bist du auch öfter geworden. Gibt es eine Sache, die du vielleicht noch ganz gerne erlebt hättest in deiner Karriere? Sprich mal bei einem bestimmten Verein zu spielen, mit einer bestimmten Spielerin zu spielen, einen bestimmten Titel zu gewinnen. Gibt es ja Unterschiedliches. Also bei einem anderen Verein möchte ich nicht mehr spielen. Okay. Und ja, es gibt viele Spiele, mit denen ich noch gerne zusammenspielen würde. Da gibt es einige, mit denen ich bei Nazio zusammengespielt habe, mit denen ich auch gerne im Verein zusammenspielen würde. Zum Beispiel? Zum Beispiel Anna Crnogorcevic oder Lia Valti. Und dann, ja, international, es gibt so viele. Also ich hatte natürlich auch das Glück, dass ich schon mit vielen guten zusammenspielen durfte, bei Lyon und hier bei Wolfsburg auch, also und auch bei Nazio natürlich. Wer kommt mir jetzt so in den Sinn? Ja, beim FC Barcelona, Jenny Hermoso zum Beispiel, finde ich eine klasse Spielerin. Ich denke, mit der wird es richtig Spaß machen, zusammenzuspielen, aber wie, also ich finde, wir haben hier so viele gute Spielerinnen, also
muss eigentlich nichts verbessert werden an meiner Situation. Und sonst würde ich halt einfach gerne mit dem VfL noch die Champions League gewinnen, weil ich das noch nicht geschafft habe. Ich war da noch nicht dabei. Du bist, gehörst du den Spielerinnen, die Klartext sprechen in Interviews, sprich zum Beispiel kritisierst du Schwalben im Männerfußball, redest über dein soziales Engagement, forderst mehr Offenheit beim Thema Homosexualität. Bei wie viel Prozent glaubst du, ist die Anerkennung von Homosexualität im Frauenfußball und bei wie viel Prozent im Männerfußball? Also beim Frauenfußball, wenn es gut geht, eigentlich fast bei 100%. Okay. Würde ich jetzt mal so sagen. Also jetzt intern bei uns sieht das schon ziemlich gut aus. Ja. Bei den Fans auch. Also wir haben sehr tolerante Fans und die das auch unterstützen oder die teils auch homosexuell sind und sich bei uns sehr wohlfühlen. Das finde ich sehr schön. Und beim Männerfußball, naja. Ich würde mal sagen, wenn man jeden Einzelnen befragt, dann ist die Toleranz auch ziemlich hoch. Aber irgendwie so als ganzes Gefüge, ist es noch nicht so ganz, sind die irgendwie noch nicht so weit. Also auch, ich glaube, es hat auch im Union-Fußball viele, die dann sagen, boah, ne, ein Schwuler kommt mir hier nicht in die Kabine, ein Schwuler kommt mir nicht in die Dusche und so. Hab ich schon viel gehört und ja, ich weiß nicht, wie man dann halt von da zu mehr Toleranz kommt oder ob das einfach ein bisschen das Alter auch ist oder an was. Da wird für mich das schwierig zu beurteilen, weil ich das nicht jeden Tag sehe oder ich habe da gar keinen Einblick. Aber hast du eine Idee, was konkret getan werden müsste, um die Anerkennung zu erhöhen? Also es würde natürlich sehr helfen, wenn aktive Fußballer ihr Coming-out machen würden, denke ich mal, die Sichtbarkeit und dann auch drüber reden. Viele Leute kennen das ja auch gar nicht so richtig. Ja, und wenn sie halt dann mal auch ein Gesicht haben von eigentlich einer Person, die sie bewundern oder die sie mögen, wo sie auch sehen, ja, der sieht ja gar nicht schwul aus eigentlich oder ich weiß auch nicht, welche Vorurteile sie haben könnten, aber das würde sicher helfen und es würde sicher helfen, wenn es mehr als eine Person wäre, auf internationalem Niveau auch und das würde sicher hohe Wellen schlagen und dann müsste man einfach einen Dialog starten und halt die Leute auch so ein bisschen aufklären, was das bedeutet und dass es nicht heißt, dass wenn man schwul ist, dass man dann in der Kabine irgendwelche Dinge macht, die man sich vorstellen könnte oder so, sondern dass alles ganz normal ablaufen würde. Wie war das bei dir? Also ich stelle mir das, du hast dir dieses Coming-out-Szenario bestimmt davor 20.000 Mal im Kopf vorgestellt. Was hat dir da Angst gemacht an der Vorstellung und was Mut? Also für mich war das so, ich habe diese Geschichte gemacht, weil ich auch so weit war. Es war mir dann wichtig. Für mich war es nicht mein Coming-out. Für mich war es mehr so, ich möchte meine Geschichte einfach erzählen und ich habe dafür auch die Plattform beim Schweizer Fernsehen gekriegt. Und ja, das war für mich ein sicherer Ort, das zu tun. Aber also meine Bedenken waren natürlich schon, wie reagieren die Leute oder was macht das mit mir? Und das war für mich schon, ich habe mich extrem ausgestellt gefühlt. Also ich habe ja eigentlich mein Innerstes preisgegeben und das war schon nicht so einfach. Ich war dann auch froh, dass ich in Deutschland war und nicht in der Schweiz, wo das ausgestrahlt wurde. Aber für mich war das eine super Sache, also in meiner Entwicklung und an meiner Entwicklung hin zu dem Menschen, den ich sein möchte. Die ist natürlich nicht abgeschlossen oder so, aber hat mir das sehr weitergeholfen auf jeden Fall. Wie waren denn die Reaktionen von angefangen mit deiner Familie ganz früh bis hin zu den Fans, als sie später erfahren haben? Ja, durchaus positiv, würde ich sagen. Ich glaube, da waren schon ein paar negative Reaktionen dabei, aber ich habe die nicht so mitgekriegt, ehrlich gesagt. Verletzen die aber? Also wenn du was mitbekommst, Ja, verletzen die? natürlich. Also jede Also Einzelne verletzt, weil egal, ob die anonym ist oder nicht, ja, das tut schon weh dann, finde ich. Aber man muss dann auch natürlich drüber stehen und wenn, ich denke dann auch, wenn jemand nicht mal den Mut hat, seinen Namen zu nennen oder keine Ahnung, Leute, die ich sehe, dass mir direkt den Kontakt suchen, dann finde ich das ein bisschen feige gehalten. Dann ja, muss man da drüber stehen. Für mich war es auch wichtig in der Entwicklung. Meine Mama, die wollten sie auch unbedingt dabei haben, aber sie wollte nicht Teil der Doku sein und das war dann auch so ein bisschen schwierig, weil
Ja, es hat, wie soll ich das erklären? Es hat zu vielen Gesprächen geführt, auch mit ihr. Und ja, keine Ahnung, es war für mich immer schwierig, diese Doku trotzdem durchzuführen, aber meiner Mama nicht zu nahe zu treten. Und haben dann aber auch viele gute Gespräche gehabt. Und schlussendlich hat das auch unsere Beziehung dann besser gemacht. Du hast den Satz gesagt, ich wollte dem Klischee von Frauenfußball und lesbisch nicht gerecht werden. Wieso war das so? Den habe ich nicht verstanden, ne? Ja, also wo ich aufgewachsen bin und am Anfang war ich noch das einzige Mädchen bei den Jungs, habe da mitgekickt und dann bin ich zu den, irgendwann mit 14 bin ich zu den Frauen gegangen, habe mit den Frauen gespielt und irgendwie einfach da in der Schule, wo ich war oder allgemein so in der Gesellschaft, das war immer das Klischee, alle Frauen, die Fußball spielen, die sind lesbisch und ja, also ich wusste da eigentlich schon, dass ich lesbisch bin, aber ich wollte halt denen nicht noch recht geben irgendwie und ja, fand halt das Vorurteil an sich schon doof. Also keine Ahnung, wenn das das Erste ist, was einem zu Frauen und Fußball einfällt, ist ja einfach schade. Und deswegen wollte ich denen nicht auch noch recht geben. Da habe ich schon recht lange mit mir auch gehadert. Ich finde es zumindest klasse, dass du es gemacht hast, dass du anderen da Mut machen möchtest, es zu tun. Glaubst du vielleicht noch kurz abschließend, dass man irgendwann an den Punkt kommt, also wenn du sagst, Frauenfußball ist schon bei 100%, aber auch bei den Männern, dass es einfach kein Thema mehr ist und einfach völlige Gleichberechtigung und Anerkennung herrscht? Ja, ich denke schon. Also das braucht jetzt natürlich noch Zeit, aber man sieht es ja auch in der Gesellschaft, dass es entwickelt sich ja immer und das gehört dann auch zu der Entwicklung beim Fußball dazu. Ja, die hat jetzt halt noch nicht so wirklich, also sie hat schon angefangen, aber sie hat noch nicht, also sie hat schon angefangen, aber sie hat noch nicht so weit wie beim Frauenfußball. Aber bei den Männern sind vielleicht auch noch die Medien oder die, das heißt, es gibt mehr Zuschauer, ist alles noch ein bisschen größer. Deswegen ist es vielleicht noch ein bisschen schwieriger und ist irgendwie auch zum Teil so ein bisschen ein konservatives Umfeld im Fußball. Also Inwiefern konservativ? ja, ich denke, viele Leute, die auch von der älteren Generation noch am Hebel sind und so. Und ja, vielleicht halten die das auch dann ein bisschen konservativer, die ganze Männerfußballwelt. Aber das wird sich ja auch ändern und egal wie lange es dauert, aber ich bin mir sicher, dass es irgendwann auch toleriert wird bei den Männern. Das ist doch ein super, A, super notwendig und B, ein super Schlusssatz. Wir machen abschließend immer noch so ein bisschen eine Kategorie schnelle Fragenrunde. Hast du Lust, dass ich dir einfach schnell 10 Fragen stelle und du die Antworten versuchst, so schnell wie möglich zu geben? Ja, klar, können wir machen. Sehr Ich schön. versuche. Elektrische Zahnbürste oder manuelle? Elektrische. Die am meisten überbewertete Serie. Oh, Game of Thrones. Wohnung in der Großstadt oder Haus auf dem Land? Haus auf dem Land. Top 3 Serien deiner Kindheit. Sabrina, total verhext. Eine himmlische Familie und Pumuckl. Für diesen Spieler würde ich Einlaufkind machen. Hector Bellerin, bin ich toller Typ. Weil. Ja, der hat einen guten Style und auch ähnlich wie ich hat er sich das Kreuzband gerissen und keine Ahnung, da habe ich ein bisschen verfolgt, wie es ihm so geht und so. Dein nervigster Ohrwurm. Oh, Polka, Polka, Polka. Ich kann Von das. dem, ja, das ist so ein Lied, also das habe ich letztens in Köln gehört, ein bisschen Karneval Malle mäßig und vorhin habe ich es auch wieder irgendwie gehört. Was hast du als Kind gesammelt? Briefmarken, Pins, Fußballtrikots. Ja, das war's. Nicht Und Diddle? Sticker Hat habe ich auch. nicht jeder Diddle gesammelt? War das nicht Ah, früher? Diddle, ja, okay, aber das war so ein bisschen teuer. Ich hatte eine Diddle-Agenda auf jeden Fall. Die musste schon sein, aber sonst weiß ich gar nicht. Bei Diddle Papier bestimmt auch noch irgendwie. Ja, ein bisschen habe ich damit gemacht. Okay. Wohnungseinrichtung eher clean und steril oder so viele Möbel wie möglich?
guck mal rum. Naja, schon, dass man sich wohlfühlt, also eher viele Möbel. Das shoppe ich am liebsten. Klamotten, Schuhe. Welche Sache hast du erst viel zu spät gelernt? Oh. Da, so zu sein, wie ich möchte, so wie ich bin, auch nach außen. Okay, aber da ist es, glaube ich, so Ja, lang. wir kommen langsam dahin, ne? Aber Ja, und es ist doch schön. ja. Dann war es das schon. Dann bedanke ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir Super, für danke deine auch. Offenheit, für deine Ehrlichkeit und für das nette Interview. Danke auch. Und dir noch einen schönen Tag. Ciao. Danke, tschüss.